Jalandhari Bhava Asana. Die Stellung des Yogameisters Jalandhari Bhava. Rafaela zeigt, wie es geht. Sitze, Ausgangsstellung, Sitzstellung, Füße etwas vor dir, bring die Fersen zusammen, sodass die Füße etwa 70 cm bis 1 Meter vor dir sind, die Knie nach außen. Dann bringe die Arme unter die Unterschenkel und die Ellbogen auf dem Boden, die Handflächen nach oben. Dann bringe Kinn, Mund und Nase auf den Boden, sodass der Kopf die Fersen berührt. Das ist Jalandhari Bhava Asana, oder eigentlich korrekt aus ein Jalandhari Bhava Asana. Diese Stellung hilft dir, dich mit dem Boden, mit der Erde zu verbinden. Es bringt Himmel und Erde zusammen. Du hast dich mit dem Boden verbunden und gleichzeitig hebst du die Handflächen nach oben. Es ist wie eine Stellung der Demut und der Gottesverehrung, auch eine Stellung der Dankbarkeit. Dieses Asana kultiviert die Flexibilität der Hüftgelenke, gut für einen guten Lotus, auch gute Vorbereitung für die Fuß hinter den Kopfstellungen, eine gute Massage der tiefen Bauchorgane, gut für eine regulierte Verdauung und auch eine Übung für Gemütsruhe und Gleichgewicht. Dieses Asana gehört zu den vielen Asanas, die Pratyahara vereinfachen, nämlich das Zurückziehen der Sinne und den Geist in eine meditative Stellung bringen. Alle Infos über dieses und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.